Juan Villoro, partieller Tod. Wenn ich ein Haus wäre, würdest du mich verkaufen? Kann man mich mit einer Hypothek belasten? Setz einen Preis für mich fest. Ein Haus verkauft man für mehr, als es wert ist. Das ist der Witz daran. Heißt das, du müsstest einen Preis für mich erfinden? Nur, wenn ich dich verkaufen würde. Und? Würdest du? Mit einem gewaltigen Kopfstoß befördert er ihn ins Netz. Was für ein Kopfballtor, meine Damen und Herren. Was für ein Tor. Ein Kopf auf dem Tablett à la Johannes der Täufer. Der Kopf im Kasten. Bruno und Roy. Vier haben überlebt. Der Inspektor Nummer 4 blieb an einem Felsen hängen, zusammen mit drei anderen. Das nennt man Schicksal. Du wolltest doch verschwinden. Alle wollen wir verschwinden. Spürst du nicht deine Nägel wachsen, jetzt da wir tot sind? Pause. Weshalb bist du hinaufgestiegen? Auf den Berg? Vermutlich existiert auf dem Berg die Wirklichkeit und hier unten nur die Fiktion. Kannst du irgendjemand glauben? Deutet auf das Zimmer. Hier unten auf den Sofas der Welt? Ich wollte Angst spüren. Mal etwas anderes tun, etwas Entscheidendes. Vertraust du Ernesto Velarde? Enttäuschen ist der Profi. Er täuscht für uns. Er hat kein Interesse daran, uns zu täuschen. Bist du sicher? Eine Visitenkarte. Na und? Eine Karte von Ernesto Velarde mit Telefonnummern, die ich nicht kenne. Und du behauptest, du hättest ihn nicht gesehen, seit sie das Foto von uns geschossen haben? Du könntest seine Nummer nicht aufschreiben? Seine Nummer ist verschlüsselt. Typisch Politiker. Ein Schloss für die Stimme. Weshalb erzählst du mir nicht, wie viele Nummern du kennst? Wolltest du sterben?